Für diese Mission braucht man starke Nerven. Die Testpiloten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt tauchen direkt in die Emissionswolke eines vorausfliegenden Flugzeugs ein, mit nur 50 Metern Abstand. Und das ist wie eine sehr dynamische Wildwasserfahrt, wo man auch noch permanent einen Presslufthammer dabei hat, wenn man in den Strahl dann wirklich einfliegt, der einen auch noch mitbearbeitet. So fühlt sich das in etwa an. Für das wissenschaftliche Team ist die turbulente Reise ein Durchbruch. Das hat noch nie jemand gemacht, im Flug Daten über die Emissionen einer E-Fuel-betriebenen Propellermaschine zu sammeln. Die Messungen sollen ein Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität in der EU sein. Dabei steht das Fliegen sogar vor mehreren Herausforderungen. Im Luftverkehr tragen nicht nur CO2 zur Erwärmung bei, sondern auch die Nicht-CO2-Effekte, insbesondere die Kondensstreifen. Und die Kondensstreifen wärmen ähnlich viel wie das gesamte CO2 seit Anbeginn der Luftfahrt. Kondensstreifen entstehen, weil beim Verbrennen von Kerosin Rußteilchen ausgestoßen werden. In der kalten Luft der Atmosphäre lagern sich Eiskristalle an, die zu Eiswolken heranwachsen. Und die reflektieren die Erdwärme zurück. Deswegen sind auch die neuen synthetischen Kraftstoffe eine große Hoffnung. Bei ihrer Verbrennung entsteht deutlich weniger Ruß. Außerdem haben sie einen niedrigeren CO2-Fußabdruck, wenn sie nachhaltig produziert wurden. Allerdings, bisher kann nur 1% E-Fuel eingesetzt werden. Einfach, weil fast noch keines produziert wird.